herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Hier bei der großen Versteigerung am Bauhof. Und zwar, es kommt unter den Hammer ein paar Equipment-Sachen vom Kuhhof. Und ja, wir joinen jetzt mal wieder zu den anderen. Mal gucken, was da schon abgeht. Ja, fangen wir noch nicht. Steuern, jetzt. Oder? Ist ja aber unabhängig. Ich habe mir da so einen Preis schon mal ungefähr aufgeschrieben. Ja, warum noch? Soll ich da losschießen oder wollen Sie erstmal was sagen? Grundfeld ist Ihnen schlecht? Nee, ich kann gerade nicht. Fangen Sie mal an. Ja, okay, gut, dann mach ich. Ich muss ja aufpassen, tut mir leid, Herr Richter. Ja. Ich hatte halt gleich schon. Leute? Oder wollen Sie mir Geld geben? Leute! Nee, aber in anderen. Hey. Ja, kein Interesse am Steier. Top. So, aber Leute, was, die am. Aber was, das Förderband soll auch weg? Ja, das können wir auch packen. Also, der Steierterros, der würde erstmal so an sich 224.414 Dingen, natürlich verhandelbar mit dem Blaubeeren und mit mir, da kann ich ja drüber schauen mit. Ja, wer Interesse hat, der kann sich einfach mal hier rüberstellen zu mir. Okay, also nur ich. So, ich viele. Ich würde den schon mal nehmen. Aber da können wir ja nachher drüber reden. Dann, der Klaas sollte auch weg, ne? Der Klaas? Nee. Ja. Doch? Ja, was ist denn mit dem Förderband hier? Ja, Förderband. Die Förderbänder, es gibt dieses und oben am Hof steht ja auch noch eines. Kann das hier, wenn ich hier vorne was drauf gebe, dann fährt es da einfach hoch? Ja. Albert? Ja, das kenne ich hier. Wäre das was für unsere Dings da hier? Also das Förderband liegt bei einem Preis von 4.252 Euro. Brauchst aber noch ein anderes Förderband dazu, ne? Ja, und das andere, was? Das steht oben. Der steht noch oben am Hof. Also da hätten wir vielleicht, wenn am Ende Geld übrig bleibt, hätten wir da noch Interesse dran. Dann werde ich das für dich, für Sie reservieren. Ja, per Du passt schon. Okay. Volker passt, völlig ausreichend. Okay, gut, dann melden wir uns später nachher nochmal. Okay. Okay, Jürgen? Ja? Jürgen, weiter hier. Wo geht's weiter? Ja. So, was wollten wir weitermachen hier? Am besten der Reihe nach. Die LKWs? Den genau. LKW? Oder? Der LKW, der bringt 87.037 Euro. Albert, das mit den zwei Förderbändern, das könnte man, vielleicht kriegt man da, dann können wir einen Schnapper machen, dass die die weghaben. Oh. Weil dann könnte man das bei der Holzkohleproduktion einbauen. Bleib mal hier, lauf doch nicht weg. Oh. Nicht so viel Interesse zeigen an dem, was ich vorhab. Verdammt. Also wir gehen nochmal zu denen. Wir haben den noch ein bisschen zu, aber am anderen habe ich habe einen Traktor im Blick, aber mehr eigentlich nicht. Und nee. Pushen mal wieder. Hm? Ja, Jan. Mhm. Was? Den kannst du ja umrüsten auf Regel. Ja, schauen wir mal. Also wir gehen mal wieder zu den anderen. So können wir machen. 83 Euro. So. Also ich würde den Krampe noch dazu nehmen. Hm? Sonst noch jemand? Nö. Hätte der Händler Interesse, den anzukaufen? Ich könnte, um welches Fahrzeug ging es nochmal? Um den Tiertransport. Herr Müller, passen Sie mal besser auf. Ich könnte den mal schätzen lassen für den Export. Mhm. Wurde ich gerade angesprochen von... Du, Herr Blauder, dann können Sie weitermachen. Welches als nächstes weg soll. Und der zweite Steier? Zweite Steier, okay. Mit Frontlader und Schaufel, denke ich mal, oder? Mhm. Mit Frontlader und Schaufel liegt der Steier... bei einem Preis von 98.800. Jemand Interesse? Nein. Da ist Frontlader plus Schaufel dabei. Ich hätte Interesse, aber das Geld reicht bei weitem nicht. Geld ist ja Verhandlungssache, aber wenn es bei weitem nicht reicht. Wie viel war der Steier mit Frontlader? 98.800. 98.
Also knapp 100.000. Hm. Also Frontlader, Steier und Schaufel. Naja, wenn ich mir den so angucke. So 80.000 wäre vielleicht noch wert. Guck dir mal an, ey, der fängt ja schon, da unten fängt er schon an zu rosten. Der wurde ein bisschen. Volker! Nee. Ja. Spachtelmasse regelt. Ja, wir sind hier nicht, ist keine türkische Reparatur. Nee, nee. Panzerklebeband da. Nee, ja, Jürgen, so machen die. So macht ihr das vielleicht hier. Nee, das. Ich dachte doch, der Herr wenn Rostansätze sind, kann er ruhig mit dem Preis runtergehen. Na, ja, machen wir mal weiter. Vielleicht für. Ja, der Fendt, oder? Also, ja. Oder zieht sogar rein. Ich Interesse. Hm. Soll der Fendt weg, Herr Blaubeer? Jawohl. Okay. Ja, dann der Fendt mit Gewicht. Liegt bei einem Preis von, Moment, wo habe ich ihn aufgeschrieben? 304.500 Euro. Jemand Interesse? Jo, ja, das ist LU. LU und Händler, okay. Ich muss meine Sammlung komplettieren. Versteigerung machen wir dann am Ende. Oder jetzt schon? Am Ende. Das ist natürlich geschickt hier. So, sonst noch was, ja. Herr Blaubeer? Ja, die, die Silo-Walzer. Wie viel PS hat denn der kleine Steuer? Kleine Steuer? Kann ich nachgucken. Leon und Nikolas, kommt mal beiseite. Ja, ist auch keine gute Internetverbindung mit dem Tablet, ja? Die ist ganz miserodel hier unten. Ich hab hier auch nur Edge. Der hat. Oder? 175 PS. Mal zur Seite. Okay, danke. So, die Walze und das Schiebeschild liegt bei einem Preis von. Glas kalten uns und in. Und in. Die Walze hat einen Preis von. Und den Rest weg. 6.558 Euro. Dann gucken wir mal, was rauskommt, oder? Erstmal genug haben, ja. Und das Schiebeschild hier hinter, das hat einen Preis von 6.554 Euro. Der große da, ne? Der mit Ketten, der war geil. Ja, für den Wald. Nein, das ist wohl eher ein Träumchen, ne? Nein, kein Interesse. Und dann hätten wir noch den Pickup. Ah, der Pickup. Roter kleiner Flitzer. Der Pickup, ne? Der grüne. Bei welchem Preis soll der liegen? Der liegt bei einem Preis von 25.100. Und dann haben wir ja noch den Audi am Hof, ne? Genau. Der kann auch weg. Habe ich momentan leider keinen Preis da. Können Sie mal, können Sie gucken oder können Sie nicht gucken? Der Audi liegt bei einem Preis von 44.800. So. Soll er hier schreien? Nee, also kein Interesse. Okay. Dann wird der, was man nicht benötigen wird, dann zum Händler. Export vielleicht. Meine Herren, den Glas, den wollen Sie nicht loswerden. Nee, wir haben sie noch mal kurz geschlossen. Da hätte ich nämlich richtig Interesse dran gehabt. Ich auch. An der Seemaschine hätte ich nämlich auch Interesse gehabt. Okay, dann würde ich einfach mal vorschlagen, jeder kann sich mal die Fahrzeuge von dir an, also für die er sich interessiert, angucken und kann dann Rücksprache mit den mit dem Blaubeer. Ja, weg. Albert, was machen wir nun? Der große Steyr, was kostet der? Ja, der kostet über 200.000. Vielleicht kriegen wir das, dann zahlen wir dafür 100.000 und den Rest dann nach und nach. Ja, oder wir holen uns den kleinen Steyr für den Wald. Captain Blaubeer, ne? Ja, pst. Ja, oder wir holen uns den kleinen Steyr für den Wald. Eine andere Überlegung wäre, wir holen uns den Glas, der ist immer noch im Angebot.
Wir holen uns den Glas als Neufahrzeug. Der mit den Ketten? Ja, kostet 140.000, ein bisschen, 138, bisschen was. Wollen Sie doch behalten, ne? Nee, dass wir uns einen neuen kaufen. Hat er denn? Wo läufst du denn immer hin? Also, meine Überlegung wäre, dass wir uns da einfach einen neuen kaufen. Der kostet 138 und ein paar zerquetschte. Neu. Ein kleiner, ne? Nee. Ja, der kleine. Aber der hat ja trotzdem... Moment, lass mich nochmal in den Katalog gucken. Warte mal. Ich find den gar nicht hier. Und oh Gott, nee, zu teuer. Hier bei den Großtraktoren. Großtraktoren, der drittletzte. Der hätte als 400er Variante in der Basislackierung, wie er original ist. Können wir noch ändern. Als 4000er würde er 137,5 kosten. Vollkommen aus, ja. Und hat 435 PS. Können wir auch einen anständigen Flug da reinmachen, weil. Ja. Ja gut, Flug kann man sich ja vielleicht beim Händler ausleihen, wenn das macht. Ja, oder beim LU. Ja, da kommst du wunderbar, aber doch durch den Wald und all sonst. Ja, dann wird es dein neuer Traktor fürs Feld und ich nehme den Johnny für den Wald. Jetzt lauft er nicht schon wieder weg. Ist der Hummel im Hintern oder was? Eigentlich so ungefähr. Also wie gesagt, dann würde ich den Johnny für den Wald nehmen. Ja. Und du den Xerion fürs Feld. Wir machen, das ist gut. Gut, dann verabschieden wir uns hier und dann suchen wir uns den Händler mal raus. Vielleicht hat der ja Zeit. Guckt er nicht auch hier irgendwo rum? Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wer hier noch alles jetzt da ist. Die hier, glaube ich. Sich noch kaufen. Ah, wer will ein Fiat? Wir schon ein Fiat. Hallo. Das ist ja echt so. Hallo. Hallo. Moin. Hi. Hallo. Herr Müller. Wen meinen Sie? Ja, stimmt auch wieder. Lukas oder Leon? Herr Gemeinderat Müller. Ja. Laun bestimmt, ne? Ich bin's. Sie sind morgen erst wieder im Geschäft, oder? Ich denke schon, ja. Lohnt sich nicht eigentlich, ja. Also ich denke, morgen mache ich aber dann früher auf. Um wie viel Uhr? Direkt noch im Aufstehen. Also wenn ich bis dahin zu Hause bin, aber ich denke schon, dass... Ja, doch. Okay, dann würde ich morgen zu Ihnen kommen. Ich müsste jetzt noch mal kurz zum... Wir müssten noch kurz zum Lohnunternehmen. Achso, warte, wegen den Förderbändern wollte mit denen noch quatschen. Okay. Ja, genau. Ja, dann kontaktiere ich Sie morgen. Jo, okay. Tschüss. Gut, tschüss. Albert, weißt du, was ich vergessen habe? Ja, ich habe die Steuer vergessen. Das sind ja auch nochmal, lass mich kurz rechnen, 26.000. Aber wir haben ja noch die Ernte vom Feld. Das haut hin. Wird allerdings auch bloß ein Anhänger voll, ne? Ja, ist egal, gibt 1.200. Da sind über 30.000. Ich hoffe nur, dass das Feld uns nicht wieder vergammelt. Nee, müsste reichen bis morgen. Okay, ich gehe mal zu denen. Ja, wir müssen dann nochmal hin wegen den Förderbändern. Zwei Stück, ne? Jo, zwei. Das brauchen wir auf jeden Fall zum Boden aufnehmen und das andere zum Beladen. Jo. Wie ist es eigentlich morgen wegen der Versteigerung von dem Fendt? Oder der wird doch versteigert, wenn ich das jetzt... Ja, ja, alle nach und nach melden. Ja, genau. Oh. Okay, also... Ich bin gerade dran, wir machen gleich weiter. Okay. Die Herrn Blaubeeren? Ja? Wir würden uns morgen bei Ihnen telefonisch melden und dann wegen den Förderbändern. Okay. Ja. Gut, danke. Tschüss. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. So, Albert, komm. Dann fahrt's mal ab. Wir machen uns mal Akt, fertig wird. Ist doch fast fertig. So, die Sämaschine auch noch aufgefüllt heute? Nee, kriegen wir nicht. Glaube ich nicht.
Also da hinten steht ja unser Traktor. Ich spring mal rein, ich fahre. Ja, dann fahr. Willst du... Soll ich dich wieder zum Feld fahren? Dass du weiter ernten kannst? Bist du schon drin? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Großschreiben Y. Nee. Gehängt, nee. Da hast du irgendwas abgehängt. So. Jetzt nochmal. Großschreiben, halten und Y drücken. Halten. Kleiner Finger, Y. Jetzt bin ich drin, oder? Ja, jetzt. Dann fahren wir mal eine Runde. So, ab die Luzi. Dann fahre ich dich zum Feld. Du bist einmal da, ne? Kann das sein? Nee, nee. Alles gut. Fahre ich dich zum Feld und dann kannst du schon weiter ernten. Und dann fahre ich morgen früh direkt zum LU. So, ich nutze auch schon mal den neuen Feldweg, ey. Der wird eine ordentliche Zeitersparnis bringen, wenn wir hierher müssen. Oh. Ja, die Gemeinde, die macht gerade immer noch große Fortschritte, was die Entwicklung angeht. Mit dem, also wegen, ja gut, Wasser brauchen wir ja nicht unbedingt. Ja, doch, für die Kartonproduktion brauchen wir dann Wasser. Oh ja. Ja, müssen wir auch mal die Gemeinde morgen anrufen, dass die mal noch anfangen, hier die Wasserproduktion in Gang zu bringen, weil sonst kriegen die bald Probleme auch mit den Viehbetreibern. So, aber ja, an dieser Stelle sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Hast du das gesehen? Was war das? Polizei oder? Wo? Hinter uns? Oh nee, ja. Ey. Wollte uns überholen. Der wollte uns überholen? Ja, da war ja schon fast. Warte mal, ich glaube, ich muss rechts ran. Aber an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.